Fohlenelf. Unzähmbar steht auf dem Mannschaftsbus von Borussia Mönchengladbach. Ob das stimmt, das wird Werder Bremen am Samstagnachmittag überprüfen im Weserstadion, wenn die Bremer Borussia Mönchengladbach empfangen zum Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga. Der Sechste empfängt im Zweiten. Das ist natürlich eine ganz schöne Paarung, wenn sie nicht aus Bremer Sicht doch etwas vorbelastet wäre. Ja? Zuletzt die beiden Niederlagen in der Liga, das hat schon ziemlich auf die Stimmung gedrückt. Und am Samstag müssen die Bremer irgendwie da so den Stimmungsumschwung wieder schaffen. Ansonsten geht es dann vielleicht doch so ein bisschen Richtung Krieg. Davon will ja im Moment noch niemand was wissen. Im Allgemeinen wird davon gesprochen, dass das so ein leichtes Versehen war, sagen wir es mal, dass diese Spiele gegen Leverkusen und in Mainz verloren gegangen sind. Die schlechte Nachricht dazu ist allerdings, Philipp Bargfrede wird das Spiel eventuell verpassen. Beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag war der defensive Mittelfeldspieler nicht dabei. Erklärung Florian Kohfeldt: leichte muskuläre Probleme in der Wade. Er habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, sagte der Trainer. Und die Chancen, dass Bargfrede spielen kann, stehen allerdings maximal bei 40-60. So hat er es eingeschätzt. Bargfrede geht mit ins Teamhotel am Freitagabend, bereitet sich also erstmal normal auf die Partie vor. Entscheidung wird dann wahrscheinlich erst kurz vor Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung fallen. Als Ersatz für ihn ist natürlich Nuri Sahin ganz klar erste Wahl auf dem Platz. In den Kader rückt vermutlich Kevin Möwald nach, der zunächst nicht dabei war. Ja, und ein anderer Bremer hat heute auch das Abschlusstraining nicht so ganz unbeschadet überstanden. Josh Sargent, mal wieder dabei bei den Profis, aber auch nicht für den Kader vorgesehen, hat etwas vor allen anderen das Training abgebrochen, hatte sich eine leichte Blessur am Fußgurt beim Dribbling gegen Yuya Osako, wird aber, und auch das war vorher geplant, das Spitzenspiel der Regionalliga, wenn Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg 2 antritt, Dritter gegen Erster, nicht dabei sein. Grund ist die anstehenden Länderspiele mit der Nationalmannschaft. Da fährt Sargent hin, da soll er im Rhythmus bleiben, wie Florian Kohfeldt gesagt hat, und will ihm halt durch den Verzicht auf das U23-Spiel die Möglichkeit geben, da frisch anzutreten, um auf einem ganz anderen Niveau seine Spielpraxis zu sammeln als in der Regionalliga. Aber zurück zur Bundesliga. Borussia Mönchengladbach ziemlich gut drauf gewesen lange Zeit. Dann kam eine kleine Mini-Krise, wie wir sie jetzt auch bei Werder beobachtet haben. Da haben sich die Borussen aber schon wieder rausgearbeitet, haben 3-0 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen zuletzt. Und das hat schon so wieder ein bisschen Mut gegeben, ein bisschen Aufschwung, nachdem sie auch vorher gegen Leverkusen 0-5 verloren hatten, davor gegen Freiburg 1-3. Man sieht also, und das ist das gute Beispiel für die Bremer, man kann sich nach zwei negativen Erlebnissen auch wieder nach oben arbeiten, wieder rausarbeiten aus dem Ganzen. Und ob sie das schaffen, gut, gucken wir mal. Samstagnachmittag 15:30 Uhr live im Live-Ticker auf deichstube.de.